Kästen hier? Ja, klar, vergrüß dich, du, ich werde einen Kühlmann abschauen. Wie geht's denn der Mama? Ja, weißt schon. Und der Papa? Nein, der ist ja fast nicht daheim. Arbeitet für der Papa, hm? Ja, schon. Du, da hängt dein Nosenraum in deiner Kindsbacken. Was? Pfui, Teufel! Warte mal, ich hab da einen guten Witz. Jetzt pass auf mehr auf, was ich da erzähle. Also stell dir vor, du warst in der Wüste, jetzt stell dir vor, da kommt auf einmal so ein Löwe daher. Weißt du, so richtig so ein Löwenlackel. Also, wo hat's die Verstecker? Auf der Bäum, auf dem Kamel oder auf der Pyramide? Ich glaube auf dem Baum, oder? Also ich bin der Hund, ich gehe einfach hinter in den Stall. Gut, gell? Und wo siehst du dann E.T. und seine drei Brüder? Ich weiß nicht. Da, schau her. So ein Kasperl. War das nicht ein geschwind Analyse? Schon? Also ein bisschen kein Christi, kein Fitti, kein liegt mir am Arsch. Jetzt muss ich bisseln. Was ist jetzt da passiert? Wo kommst du denn? Ja, das tut mir jetzt leid. Mei, musst du dich entschuldigen, ich hab dich nicht gesehen. Warum bist du in den Busch gehockt, fast beim Gacken? Verstehst du mich nicht? Bist der Sommerfrischler, hä? Du kannst kein Bayerisch, gell? Ah, scheiß drauf, wir zwei raufen uns schon zusammen. Jetzt geh mit, damit erst einmal Brotzeit machen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Hab ich tatsächlich einen anbisselt und ausgerechnet einen Sommerfrischler. So ein Gaudi. Magst du Kracherl? Ein Radi? Ein Taubendatschi? Auch nicht. Magst du vielleicht ein Bier? Was ist das? Ich bin schon ein Hackl. Wie heißt die jetzt, du? Ich Alesi und du? Ich Alesi und du? Yeah.
Jason heißt du also. Weißt du was, Jason? Da drin war noch ein drauf. Grüß Gott, mein Hans. Grüß Gott. Was ist denn, Jason? Muss bisseln. Jason, du brauchst doch nicht mit dem Stor einen Arsch ausputzen. Ich hab doch ein Globerbier dabei. Ja, liebe Leute, und so haben sie aufgrund der berühmten bayerischen Gastlichkeit und der angeborenen Grübigkeit von Gschwendtner Alisi der Jason und der Gschwendtner Alisi kennengelernt. Und ob der Jason sie an das bayerische Urgetränk gewöhnen wird, weil wenn man sich so direkt vertragen hat, das nicht, oder wie die Geschichte weitergeht, ob nur ein Rudelwatschen aufgescheucht wird, wir wissen es nicht. Grüß die Mutter, darf ich dir meinen Späzi, einen Jason, vorstellen? Grüß dich Gott, Bursch, ich bin die Gschwendnerin. Du, Mama, ich hab einen Jason gerade abbisselt und jetzt darf ich vorschlagen, dass ich das wieder gut mache und einen Jason im Gastzimmer einquartier, oder? Möchtest vielleicht was dessen? Der versteht dich nicht, der Jason ist nämlich ein Sommerfrischler aus Amerika. Ach so, na gut, Aloisi, dann zeigst du ihm das Gastzimmer und das Bad. Machen wir, geh, Jason. Und gib ihm was Frisches zum Anziehen. Der Jason braucht der Fein nicht mit ihm der billigen Zeug rumlaufen. Also, Jason, da kannst du hinlegen und das Scheißhaus ist da draußen, die erste Tür links. Und zum Arsch ausputzen kannst du verrückte Klopapier hernehmen. Da hast du was zum Anziehen, das ist ein bisschen die Zeug, das geben wir der Mama, die macht das schon wieder sauber. Was ist denn aus den Erzgeistern oder was? Also Kimbo, das ist doch bloß ein Wolperdinger. Also jetzt glaub ich's aber. Aufsteh, Jason. Mutter in der Küche hat das Frühstück schwer gekriegt. In den USA mit Besonnenheit zu reagieren. In einem Interview sagte Rauch, man dürfe sich jetzt nicht in einen Krieg hineinreden. Mit Blick auf die Bundesrepublik fordert er die Bürger auf, Deutsche und Ausländer müssten zusammenhalten. Ähnlich äußerte sich Außenminister Fischer. Nach den Worten Jason des Ministers des islamischen Glaubens nicht automatisch in die Ecke von Terroristen geraten. Koffee? Seoul. Nord- und Südkorea haben zum ersten Mal seit einem halben Jahr wieder Gespräche aufgenommen. Ich glaube, der Bier. In der südkoreanischen Hauptstadt Bier zum Frühstück, der südkoreanische ja, mate, ja, du hast ja die Fressen Cornflakes mit Ketchup. Um angesichts der Anschläge in den USA eine gemeinsame Erklärung gegen den Terrorismus abzugeben. Nordkorea lehnte dies aber ab. Ich glaube, ich war mit ihm nur noch nieder. Die geknüpften Kontakte zwischen Nord- und Südkorea hatten sich kurz nach dem Amtsantritt des amerikanischen Präsidenten Bush verschlechtert. Ja, wäre eine super Idee, oder? Da kann er sich aber halbe Nacht anzischen. Genau, das machen wir, Jason, gell?